Der Talk wird Ihnen präsentiert vom Rehab Basel. Über 8000 Läuferinnen und Läufer rennen morgen oben wieder durch die Basler Innenstadt. Es ist Basler Stadtlauf. Und man sieht es zwar nicht an unserem heutigen Gast, aber sie dürfte morgen die älteste Teilnehmerin sein am Basler Stadtlauf, Marianne Ernst aus Brattelen. Jetzt ist sie hier bei uns im Studio zu Gast. Und ich glaube, wir dürfen es jetzt sagen. Sie sind 84 Jahre alt, immer noch dabei am Basler Stadtlauf. Was haben Sie dieses Jahr für Ziel dort? Ja, Ziel eigentlich keine. Einfach, dass ich durchkomme. Keine Zeit im Kopf mehr, wo man sagt, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ja, will ich verbessern. Ja, lieber nicht, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber das hat es schon gerne im Jahr in Ihren Haufen Teilnahmen, die Sie mitgemacht haben, dass Sie ambitioniert von der Zeit her gewesen sind? An sich schon, ja. Was ist denn Ihre schnellste Zeit, die Sie gelaufen haben? Yes, das weiß ich nicht mehr. Das war 43 Minuten irgendetwas, weiß ich nicht mehr. Respekt, also, wenn man das erreicht am Basler Stadtlauf, durch die ganze Innenstadt unterwegs. 5,5 Kilometer sind das. Genau, ja. Wo ist für Sie so der schönste Ort an dem Basler Stadtlauf? Ja, das ist natürlich, wenn man auf freie Strasse draufkommt. Nicht? Das ist am wenigsten anstrengend. Nein, über die Brücke ist sehr schön. Über die mittlere Brücke. Über die mittlere Brücke, hast du gerade sagen. Das ist wunderschön, ja. Da ist man auch ein bisschen allein. Hat ja ein bisschen weniger Leute. Ja, das stimmt, ja. Und nachher die Wettsteinbrücke auf der anderen Seite. Gedrängt ist in der Rheingasse dann, aber ja. Wettsteinbrücke, ja, da ist man auch wieder allein, ja. Da ist man auch wieder allein und vor allem geht es bergauf. Genau. Was ist Ihr Rezept, um dort drauf zu kommen? Das ist ja immer so ein Pièce de Résistance. Mehr auf der Zehen. Spitz. Woher wissen Sie das? Bitte? Woher wissen Sie das? Das ist ja quasi ein Leichtathletik-Taktisch. Also vom Joggingkurs. Eben, Sie haben es jetzt angesprochen, vom Joggingkurs. Ja, Sie sind dort ist dabei. Realisiert worden, dass der Gabo erzählt worden, das beigebracht hat. Also und das Sie, hat mich überzeugt. Sie nehmen Joggingkurs, trainieren also, drei bis viermal pro Woche, habe ich mir sagen lassen. Zweimal und ein bis zweimal allein. Ja. Also eben mit 84 kann man hier nur den Hut ziehen. Was gibt es sonst noch für Rezepte oder für Teile, die das machen, dass Marianne Ernst so fit ist im Alter? Ja, wir sind einfach eine tolle Gruppe, nicht? Die gut harmoniert und das ist sehr wichtig. Ja. Und die Trainings, wie laufen die ab? Geht man da einfach joggen? Wir starten oder um halb neun am Morgen bis 10 Uhr. Manchmal ein bisschen drüber. Und nachher gibt es noch einen Kaffee, oder wie ist das? Ja, höchstens einen Geburtstagskaffee. Aber sonst eigentlich nicht, sonst ja geht man wieder heim nicht. Das ist aber sonst eben mit 84, dass man gleich noch einen Basler Stadtlauf mag mitmachen, kann mitmachen, das ist ja nicht selbstverständlich. Nein, ich bin auch dankbar, muss sagen, dass ich es kann. Es ist aber es ist auch Sache von Ehrgeiz, nicht? Also sind Sie eine ehrgeizige Person? Ja. Man hat mir das schon gesagt, ja. Also daheim noch mehr als sonst. Der Gabor Siert, das ist Ihr Trainer. Ja. Der hat eben gesagt, hätte Sie fast ein bisschen antreiben müssen, aber das Jahr, dass Sie wieder mitmachen am Stadtlauf. Ja, weil ich gesagt habe, ich höre auf bei Ihnen. Aber jetzt bin ich nicht mehr hundertprozentig überzeugt, ob ich noch mal ein Jahr anhänge. Ja. Letztes Jahr hat es nicht ganz gelangt, zum Mitmachen. Nein, ich habe leider. Ich war angemeldet und eine Woche vorher habe ich einen blöden Unfall gemacht. Das war halt nichts. Also ein Sportunfall? Nein, als ich trainiert habe, am Sonntagmorgen vorher. Ja. Und dann ist plötzlich nichts mehr gegangen. Und das Jahr? Ich habe irgendwie eine Zerrung und weiss nicht gut, was. Ja. Und das Jahr sieht es gut aus? Da bin ich vorsichtiger gewesen, ja. Das ja. Jahr. Nein, es hat eben noch viel anderes mitgespielt, letztes Jahr. Und, ja. Jetzt haben wir hier noch eine Medaille auf dem Tisch liegen, die Sie uns mitgebracht haben. Es steht 13. Basler Stadtlauf 1995 drauf. Zeigen wir die mal kurz. Das ist die Andenkensmedaille, die alle bekommen, wenn sie am Stadtlauf mitmachen. Also 1995 das erste Mal, dass Marianne Ernst mitgemacht hat. Welche Erinnerungen haben Sie an das Jahr? An die Teilnahme? Ja, das war schon mein Neuland gesehen, nicht? Ich hatte keine Ahnung, wie es abläuft, überhaupt nicht. Und ich bin ja vorher noch nie geschaut. Nein, es ist einfach von einem Fitnesscenter sind wir unserer Bar gegangen. Nicht?
Eben, dort haben sie sich entschieden, quasi vor 20 Jahren war das etwa. Ja, genau. Mit 64 haben sie angefangen, Stadtlauf machen. Ja. Vorher nie ein Thema gewesen? Nein. Nein. Ja gut, ich hatte eine Familie und alles und noch andere Interessen. Aber wie sind Sie denn zum Sport gekommen, zum Laufsport jetzt quasi auch als Pensionärin, als Rentnerin? Ich hatte das aus der Zeitung. Ich habe das zufällig mal gelesen und gefunden, ja, könnte mal schauen, was das ist. Und dann einfach angefangen zu laufen? Und dann angefangen, ja. Also was hat Sie fasziniert, was Sie in der Zeitung gesehen haben? Dass Sie gesagt haben, da will ich dabei sein? Es war mehr Neugier. Mhm. Ob ich das schaffe oder nicht. Ob Sie das schaffen oder nicht? Und nachher, wie war das Gefühl, das Sie gemerkt haben, es ist gegangen? Ich hatte ein gutes Gefühl, doch. Und jetzt sind Sie 84, Sie haben Grosskinder auch. Ja. Wie sieht es bei denen aus? Haben Sie die für einen Stadtlauf auch schon motivieren können? Nicht. Die haben natürlich andere Hobbys. Eins mal Kickbox und das andere ist ein Erdschwimmer. Nicht? Ja, ja. Und vielleicht nächstes Jahr, ich weiß nicht. Ich muss nochmal einen Anlauf nehmen. Also müssen Sie sie noch ein bisschen motivieren? Ja, ja, schon. Und dann könnte es sein, dass nächstes Jahr Marianne Ernst mit den Grosskindern unterwegs ist. Also nicht in der gleichen Kategorie natürlich, aber... Ja, das könnte ein langes Jahr gehen. Also Sie meinen, es ist vielleicht Fernjahre dieses Jahr für Sie? Das letzte Mal für Sie dieses Jahr? Ja, habe ich gesagt, ja. Aber ist vorgesehen. Nein, es wäre toll, wenn ich Grosskinder könnte motivieren könnte. Und quasi das in die nächste Generation weitergeben. Genau. Dann hoffen wir, klappt das und wir wünschen Ihnen eine ganz gute Teilnahme und einen guten Lauf. Dankeschön. Morgen zu oben am Basel Stadtlauf. Marianne Ernst, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Und Ihnen weiterhin einen ganz schönen Abend hier auf Tele Basel. Der Talk ist Ihnen präsentiert worden